Herrn Kuhn, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gab einmal einen SPD-Politiker, dessen Motto war Versöhnen statt Spalten. Der war Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, sogar mit absoluter Mehrheit zeitweise. So etwas gab es damals noch. Und war später Bundespräsident. Jetzt gibt es einen stellvertretenden Vorsitzenden der SPD und Vizekanzler, der von sich sagt, er könnte auch Kanzler werden, der immer vorne mit dabei ist, wenn es um die Einschränkung von Sozialleistungen von Unionsbürgerinnen geht. Und ich rede über einen Paragraphen, der sich hier eingeschmuggelt hat so ein bisschen, weil da geht es nicht um Sozialmissbrauch, es geht auch nicht um Kinder, die nicht vorhanden sind, sondern es geht um Kinder, die hier rechtmäßig leben. Es geht um Familien, die nach Deutschland kommen. Und da steht in diesem Gesetzentwurf, dass die kein Kindergeld erhalten sollen. Und das geht gar nicht. Das geht gar nicht, weil es aus sozialpolitischen Gründen verwerflich ist, wenn Familien hier rechtmäßig leben, dass das Kindergeld verweigert wird. Das ist übrigens eine Ergänzung im Einkommensteuerrecht, was auch noch mal deutlich macht, um was für eine Leistung es da geht. Eben keine Sozialhilfeleistungen. Und solche Leistungen, Leistungen im Einkommensteuerrecht, aber auch Familienleistungen insgesamt, dürfen nach EU-Recht nicht eingeschränkt werden. Sie verstoßen mit diesem Absatz klar gegen EU-Recht. Es gibt eine ausführliche Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins, der das ganz klar und eindeutig erklärt. Lesen Sie das mal, dann wissen Sie, dass es dagegen verstößt. Und ich frage mich eigentlich, was sagt eigentlich die Spitzenkandidatin der SPD zur Europawahl dazu? Die ist ja, glaube ich, noch Justizministerin und Mitglied in diesem Kabinett. Die muss dem ja auch zugestimmt haben, einem Paragraphen, der klar gegen EU-Recht und gegen grundlegende EU-Prinzipien verstößt. Ich appelliere klar an die Fraktionen hier. Sie haben ja christlich und sozial in Ihren Namen. Alle, die noch christlich und sozial denken oder auch europäisch oder sich auch nur mit europäischem Recht auskennen, sorgen Sie dafür, dass dieser Paragraph aus diesem Gesetz rauskommt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Michael Schröder, SPD, ist der nächste Redner.